Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit WoW Classic und dem Schattenpriester. Ja, ich bin der Yeshio und hier geht's jetzt ab mit weiteren Quests. Ich bin im Moment, wie man unschwer sieht, oben in der Ecke in Ironforge und werde mich von da aus jetzt nach Lochmodern begeben. Da habe ich noch was abzugeben. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was ich da noch so machen kann, um mein Level noch ein bisschen aufzubauen, damit wir es in den anderen Gebieten nicht ganz so schwer haben. Weil, ganz ehrlich gesagt, Westfall ganz unten im Süden die Sachen und auch, was war das? Dämmerwald, glaube ich, ne? Ne, Dämmerwald nicht, das war was anderes. Rotkammgebirge, genau. War noch etwas knusprig von den Mobs her. Deswegen geht das so. Der Dizzy ist auch im Discord. Ja, ist er. Namens. Ja, schön, schön. Schön, schön. So, dann würde ich sagen, wir gehen ins Spiel. Und ich starte hier. Das heißt, wir begeben uns jetzt mal vor die Tore in den Schnee. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste draußen eigentlich Schnee sein. Schnee liegen, Schnee. No. Als allererstes werde ich jetzt mal die ganzen Questanzeigen, die auf der einen Seite jetzt sind, mal ausschalten. Weil die eben nicht das Gebiet hier betreffen und dementsprechend für Verwirrung sorgen können. So. Deswegen machen wir das jetzt mal aus. So, jetzt geht's einmal außen und dann muss ich, glaube ich, nach. Moment, ich komme jetzt unten raus. Immer wieder eine beeindruckende Landschaft bei den Zwergen. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ich muss jetzt nach Osten, das heißt nach links in dem Fall. Ich muss Es überlegen, reicht halt immer nicht fürs Ironforge Ei. habe ich jetzt keinen Flugmeister gesehen, keinen Greifenmeister oder so. Ich glaube, die sind sowieso freigeschaltet, ne? Nee, musst du auch freischalten. Der ist in der Mitte. Echt? Muss ich den freischalten? Das sollte ich dann vielleicht vorerst tun, weil ansonsten habe ich hier in Dings musste ich den noch nicht freischalten, meine ich, in Stormwind. Da konnte ich so hinfliegen, ne? Weil du ein Mensch bist. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ne, Juhu, ich bin ein Mensch. den Hauptstadtpunkt von deinem eigenen Volk brauchst du nicht freischalten. Der ist da. Liebe diese Dinger. Diese Menschen. Nein. Ah, ich finde das. Ich finde die Statue am Eingang von den Zwergen finde ich irgendwie cool, wenn er da steht und oben die beiden Werkzeuge hochhält oder Waffen. Wenn du die Karte von Ironforge öffnest, hast du in der Mitte stehen die große Schmiede. Ja, weiß ich dann. Wo der Und Flugmeister ist, weiß ich. Alles gut. da. Den finde ich. Ich war jetzt nur nicht mehr, wusste nur nicht mehr, dass man den freischalten muss. Falscher Gang. Ja, im Classic-Bereich kriegt man halt nichts in den Hintern geschoben. Offen gesagt, Moment, da ging es durch. Ah. Ist das auch ganz gut so? Offen gesagt bin ich da ganz glücklich drüber, weil es gibt so Dinger, die möchte ich gar nicht haben. So was dran. Die Wache, juhu. Die Wache, Wache. Bah. Habe ich denn hier noch? Ah, noch eine Quest. Warum sehe ich die nicht auf der Map? Quest, die läuft doch. Ja, Questi zeigt aber nur Quests in deinem Levelbereich an. Willkommen! Außer du schaltest das Häkchen rein, niedrigstufige Quests Bleibt auf dem Boden! Das war der Punkt. Ja, das sind hier so
Kleine Quest, ist klar. Da, schwupp. Schlüsselmeister, Schwede, da. Und hier stand er irgendwo, meine ich. Ne, da oben ist er. Links. Am anderen Ende von der Schmiede war er. Das gibt's gar nicht da. So, jetzt habe ich dich auch entdeckt. Neue Flugroute entdeckt. Neue Flugroute vor allem. Was kann ich für euch? Ne? Machst du auf? Hast noch gar keinen. Doch! Hey, das ist ja cool. Das ist ja cool. Stimmt hier. Das ist mega. Das Gute ist ja, dann müsste ich ja theoretisch auch einen Nonstop-Flug kriegen können, ne? Inwiefern Nonstop? Der ist ja durchgehend. Genau, wenn ich jetzt an irgendeinem Punkt im Zwergengefilde bin, müsste ich von da aus eigentlich Nonstop durchfliegen können bis zu meinem Zielpunkt im Menschengebiet. So, auf zum Ausgang. Jetzt geht's. Nu geht er. Ich kann eine Treppe festhängen hier, du. Ich glaube, ich klopp mir mal eben so einen Buff rein und noch einen Buff rein. Jump, jump. Irgendwie war ich hier gerade schon mal. Ja, ich habe vorhin noch etliche Sachen gesammelt, muss ich gestehen. Also wirklich viele Sachen gesammelt. Und habe meinen Skill im Sachen sammeln auf über 100 gebracht endlich. Und habe einen Alchemie-Skill auch weitergebracht. Das heißt, da bin ich jetzt auch inzwischen soweit. Ich habe jetzt hier Elixier der schwachen Verteidigung, ich habe jetzt Elixier der schwachen Seelenstärke, ich habe mir ein Verjüngungstrank gebastelt mit 90, 150, dass ich beides herstellen kann, und die geringen Heiltränke. Ich war nicht so ganz untätig, hatte vorhin hier noch so ein bisschen was zu muzzeln und habe das dann einfach mal mitgemacht. So nebenbei. Da rennt jemand ins Gebüsch. Der will bestimmt das sammeln, was ich sammeln will. Weg. So nicht. Sammelkräuter. Cool ist, hier gibt es halt auch Silberblatt. So, jetzt geht's weiter nach darüber. Ich möchte doch nur noch 35 Goldstücke haben. Was? Ich möchte gerne 35 Goldstücke haben, ja bitte. Weil dann hätte ich endlich mein Reittier und Reiten. Ich bin auf 34 Silber runter. Ja, ich bin auf 55 Gold hoch. Ja, super. Nee, das liegt bei mir einfach daran, ich habe jetzt den Skill Alchemie hochgemacht, ich habe die ganzen Rezepte gekauft und eingefügt, so, und dementsprechend ist das jetzt ein bisschen, musste ich halt jetzt ein bisschen, ach, warte mal, Rezept hier, das kann ich doch auch inzwischen einfügen, so, Alfenzahnleber, siehst du, habe ich da noch Platz mehr frei im Inventar. Sehr schön. Guck mal, hier gibt es auch noch was zu sammeln. Schön. Blümchen pflücken. Obwohl, ganz ehrlich, inzwischen, ja, diese Friedensblume, davon habe ich so viel, die sollte ich vielleicht mal stehen lassen, so allmählich. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit.
Sonst muss ich die nachher so verkaufen. Oder ich finde ein Rezept zum Leveln, das nur mit Friedensblume geht. Nee, wirst nichts finden. Du wirst ja auch irgendwann Alchemie, keine Ahnung, einen gewissen Punkt erreicht haben. Dann brauchst du sie nicht mehr so. Dann verkaufe ich die einfach so. Entweder verkaufe ich sie im Haar, das glaube ich nicht, glaube, dass das jetzt viel bringen wird. Moment, wieso, nee. Wieso muss ich denn jetzt nach Süden? Ach so, weil die Straße da. Gut. Das ist richtig. Alles richtig. Ja, jetzt geht's nach links rüber. Da scheinen noch weitere Quests zu warten auf mich. Da, Senator mehr. Was? Senat? Ach so, das ist im Dienste des Volkes, okay. Im Dienste der Wissenschaft. Buren im Schnee, juche. So. So, jetzt ist nach links oben. Was habe ich denn da oben? Die Herde beschützen. Level 12er. Wieder machen? Nee. Ich glaube nicht. Was? Das andere ist eine Level 11er, die will ich glaube ich auch nicht machen. Dann solltest du einfach das Gebiet verlassen. Das war zumindest von vornherein erstmal der Plan. Nur manchmal, wenn es Sinn hat, dann disponiere ich ja auch gerne um. Aber ich glaube, das hier hat keinen Sinn. Das Sammeln ja, aber auch mehr nicht. Ist dir übrigens aufgefallen, dass du für das Entdecken von Gebieten Punkte kriegst? EP, ja. Ja, war nicht immer so, ne? Doch. Bin ich schon wieder bei Dark Age of Camelot gelandet? Werfe manchmal die Sachen etwas durcheinander. Werter Herr, Sie spielen so viele verschiedene Spiele. Ja, das ist Absicht. Benötige Abwechslung. Sei es auch verwirrend. So, machen wir mal eben den Zauberstab auf. Quatsch. Was soll ich denn mit dem Vieh? Was sammle ich jetzt? 10er Wegelagerer. Was soll ich denn mit dem? Das ist alles Erdwurzel, ich bleib mal hier. Was mir gerade persönlich im Menschengebiet halt fehlt, das ist, ja gut, die liegt jetzt auf dem Weg, die nehme ich mit. Aber was mir gerade halt im Menschengebiet fehlt, das ist Silberblatt. Und das ist satt und schmutzig, das ist das Problem. Deswegen bin ich jetzt halt dabei, ich nehme die mit, die ich hier finde. Aber die brauche ich derzeit für so ziemlich alle Rezepte, die ich da habe. Wieder hin. Da ist noch ein Silberblatt. Das habe ich gar nicht gesehen, habe ich das nicht. Da vorbeigelaufen oder wie? Nee. Aber ich werde jetzt noch mal kurz eine Kleinigkeit essen und dann Richtung ein bisschen verschwinden. Vielleicht haben wir ja am Wochenende die Möglichkeit, ein bisschen zusammen zu spielen. Ja, müssen wir schauen. Wenn du rechtzeitig wach bist, dann schauen wir. Sonntag früh würde ich gerne auf Minecraft gehen. Am Samstag bin ich da noch relativ frei in der Idee, was ich spielen möchte.
Jo. Aber dann halt auch nur mittags, ne? Also bis so nachmittags, frühen Nachmittag. Ungefähr. Na, jetzt werde ich wahrscheinlich am Wochenende das hier angekündigte schöne Wetter nutzen. Ja, das gedenke ich auch zu tun, deswegen. Da bin ich halt auch unterwegs, dann auch nicht alleine unterwegs, deswegen. Lass mich mal eben gucken, warte mal, da stand doch ein Wegweiser. Wo muss ich denn hin nach Loch Modan? Bin ich gespannt. Zeigen mir die Wegweiser das entsprechende. Ah, Loch Modan geht nach rechts, siehst du? Hat schon Weg gelaufen. Dafür Dann sind wünsche ich dir diese dann Wegweiser echt genial. viel Erfolg beim Leveln und beim Questen. Dankeschön. Und wir hören uns dann am Wochenende. Aber gerne. Meine Dann gut's Nächtle. gleichfalls später, irgendwann. Joa. Wird Mach's schon. gut. Danke. So. Ja, Desi ist im Bettchen. Oder zumindest auf dem Weg dahin. Und hier geht's jetzt nach Lomodan. Einmal durch den Verbindungstunnel hier, mitten durch den Berg gekloppt. Bei den Menschen wäre es jetzt wahrscheinlich eher über den Berg gelaufen. Und weiter. Südtopas. So, jetzt bin ich richtig. Dort oben muss ich hin. Die Lieferung abgeben. Stormpikes Lieferung abgeben. Und auf dem Weg dahin scheint es noch jede Menge lustige Sachen zu geben hier. Das Tal der Könige. Da steht ein Questgeber mit einer. Schön, euch zu sehen. Hallo, mein Freund. Wie hoch ist denn die Quest, die du hast? Bleibt auf dem Boden. Level 18. Das hört sich gut an. Nach einem. Dankeschön. Mal auch einen für dich hier, bitteschön. Wie geht's? Oh, wir müssen den Loch beschützen. Den Loch. Achso, ja, genau. Jetzt, wo so viele Soldaten des Königs tapfer auf weit entfernten Schlachtfeldern kämpfen, sind wir nahe davor, an der Heimatfront überwältigt zu werden. Das kenne ich doch schon mal irgendwoher. So, ihr müsst euch für uns hinauswagen und der Bedrohung durch die Trucks ein Ende bereiten. Erschlagt 10 Stone-Splitter-Trucks und 10 Stone-Splitter-Speer. Bleibt sauber. Warum bauen wir den Eingang nach hinten und nicht nach vorne? Den habe ich noch nie verstanden. Eingang von hinten. So. Grüße. Grieße. So, wir gehen jetzt mal nicht auf die ganzen Texte einständig. Ne? Bring Captain Ruggelfuß im südlichen Wachturm 8 Steinzähne. Man sieht sich. Yes. Man sieht sich. So, müssen wir mal eben gucken, wo wir dahin dürfen. Da. Da geht's hin. Siehst du, und die können wir jetzt auch mal wieder anmachen. Das hat nämlich Sinn.
Friedensblume. Lasst mich doch in Frieden mit der Blume. Richtig beruhigend die Musik, ne? Richtig zum Wegnicken. geht das jetzt hier schon nach rechts? Lass mal eben schauen. Ja, tut es. Die Schwerter des Quest, des Questies sind das. So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal den Buff, diesen Buff. Da oben habe ich schon eine Menge, aber das macht nichts. Jetzt kloppen wir uns noch den rein und erhöhen noch einmal unser Leben ein bisschen. So. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dann mach das weg. So. Wenn ich noch nicht will. Das lädt immer noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den wollte ich eigentlich gemacht haben. Eigentlich ist da gar nicht viel dran an den Viechern, ne? Level 11 und 12, die habe ich eigentlich in meinem Gebiet meistens nur mit dem Zauberstab gemacht. Jetzt abwärts, wunderbar. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der Zauberstab scheint das echt ein bisschen zu unterbrechen. Okay. Gut zu wissen. So, und dann prügeln wir da auch mal mit dem Stäbchen rein eben. Noch einer drauf. Jetzt rennen die gleichzeitig weg. Den nehmen wir auch noch.
Na, lass den mal machen. Lauter tote Viecher hier. Unglaublich. Das lädt immer noch auf. Das ist nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht tun. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht wirken. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So langsam, aber sicher. So, von den Splittern, das müsste jetzt der letzte sein, ne? So, danach brauche ich noch die Speer. Und das war ein Speer, okay. Noch ein Speer. Das lädt immer noch auf. So. Vernichten, Schreiter. So, wollen wir ein bisschen was Großes machen hier. Dieser Zauberstab ist echt Gold wert. Der ist wirklich Gold wert. Die habe ich da schon. Die Splitter, Stein, Torb, die brauche ich nicht mehr. Die kann ich jetzt weglassen, wenn es geht. Genau, Speer brauche ich noch. Und dann noch... Na gut, die kriege ich wahrscheinlich immer mal so nach und nach, ne? Die Einzähne. Dafür kann ich dann wohl doch noch alle killen, die hier so rumlaufen. Ich hätte den anderen nehmen sollen. Aber vielleicht lässt er ja noch so einen schönen Steinzahn fallen oder so. Nicht so ganz.
Machen wir noch ein bisschen Speer. Gedöns hier. So, 10 Speer zusammen. Aber es fehlen natürlich noch Spielerchen. Die kann ich natürlich hier noch machen. Oh, sorry. Das habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich dachte, der war mit dem anderen noch beschäftigt. Toll, jetzt ist es ja auch egal, was für welche ich mache. Hauptsache ich kriege diese Dinger noch zusammen. Einer noch. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den kann ich gar nicht getroffen haben, ne? Zu haben mit Schattenschlag irgendwie. Nö. Na super, alles zusammen. Da mal nix wie weg hier. Witzig, die kloppen da gegenseitig auf sich rum. So, weiter. Und er trägt einen Stab. Ja. Ebenfalls 16, auch nicht schlecht. Schreib mich da nicht so an. So, erstmal hier abgeben und die Belohnung bekommen. Dankeschön. So, jetzt geht's. Ist noch ein weiteres Ausrufezeichen aufgeplöppt, sehe ich gerade. Was darf ich denn für diesen tun? Hm? Was geht euch durch den Kopf? Oh. Ja, fragt Dinge. Gebirgsjäger Gravelglore im Süden, südlichen Wachturm möchte, dass ihr 10 Stone-Splitter, Schädelhauer und 10 Stone-Splitter Seher tötet und ihm anschließend Bericht erstattet. Mögen eure Reisen sicher sein. Was kriegen wir doch hin? Es regnet Spieler. Hallo. So, könnt ihr im 8 Drucksteinzähne zeigen? Natürlich, bitteschön. So, das war der Beweis. Und was bekomme ich jetzt? 5 Silber. Bleib sauber. Der nächste, bitte. Einmal schauen, wo es jetzt hin, wo ich jetzt hin muss. Also, es verschlägt mich jetzt entweder hier in die Berge. Oder hier oben hin, sehe ich gerade. Heiliger der Länder des Königs. Und hier unten haben wir das gleiche. Dafür sind hier noch jede Menge Quests. Das heißt, ich glaube, ich werde jetzt erstmal nach hier hingehen. Gucken, was diese so haben. Und dann kann ich auf dem Weg doch gleich noch bestimmt einiges mitmachen.
Die Frage ist allerdings, ist mein Questlog schon zu voll? Wenn ja, dann werde ich wohl irgendwas davon mal niederlegen müssen, so lange. Irgendwas, was ich mir wiederholen kann. Da stehen sie alle. Der fliegende Händler. Wie tief liegt er denn? Was kann ich für euch tun? Du könntest mal eben gucken, ob du vielleicht hier mal irgendwas. Moment. Gleich groß, okay. Den kann ich schon mal ein paar Sachen verkaufen hier, die ich nicht mehr brauche. Das kann auch weg und der kann natürlich auch weg. Sehr gut. Den behalten wir, den Stoff. Da können wir nachher unsere Erste Hilfe noch ein bisschen mit weiter craften. Immer so nach und nach, ne? So, in Telsama. Wie heißt das? Telsama. Und da haben wir einen Greifenmeister, sehr schön. So, von hier aus können wir fliegen. Unten. Gibt es neue Quests? Hier drin anscheinend auch, ja genau. Nicht so ganz, oder doch? Warte mal, hier vielleicht? Ein Keller? Was? Ja, nur ausgedehnte Kellerräume, die Zwerge, du. Ist er vor die Wand gelaufen? Schläft denn hier unten? Irgendwie dann wohl doch nicht, wie mir scheint. Na gut, dann hier drin ist er nicht, der Questgeber. Dann wird der wohl irgendwo hier draußen parken. Ah. Voll die coolen Häuser. Dann lösen wir das doch jetzt erstmal so langsam auf. Erstmal den Gebirgsjäger hier. Der hat zwei Quests sogar. Einmal Rattenfang. So, bringt Gebirgsjäger Kradel in Telsama 12 Tunnelrattenohren. Okay. Bleibt auf dem Boden. Grüße. Noch? Achso, mit Stormpike sprechen. Das kriegen wir doch auch hin. Stimmt. Ich glaube, nach Stormpike muss ich sowieso. Dann ist es sehr praktisch, diese Quest auch direkt mitzunehmen. Juhu! Die Forscherliga. Schön, euch zu sehen. Was darf ich denn hier forschen? So, ich soll zur Ausgrabungsstätte. Okay, sprecht mit Forscher Felef. Mögen eure Reisen sicher sein. Das kriegen wir auch hin. Er sagt mir die ganze Zeit, der wäre hier drin. Von der Richtung und auch von der Entfernung. Der müsste da in der Ecke stehen.
auch der hier? Was kann ich für euch tun? Nö. Für wirklich. Eure Reisen sicher sein. Ah, steht da. Ich hab zu weit von oben geguckt, dann siehst du das Ausrufezeichen nicht. Schön, euch zu sehen. So, was möchte die denn haben? Meine Güte. Bringt Vidra Harzdorf in Telsamer 3 Stück Bärenfleisch, 3 Portionen Ebergedärme und 3 Portionen Spinnensekret. Man sieht sich. Jawohl. Und da oben noch. Und auch im Keller bestimmt. War sowas von. Magistrat Blundnose. Was kann ich für euch tun? So, was möchte dieser? Er möchte. Aus Telsamer hat euch jemand angeheuert, um 4 Oger, 4 Mogrosch, 4 Schläger der Mogrosch und 4 Vollstrecker der Mogrosch zu töten. Man sieht sich. Okay. Sollte sich machen lassen. Das heißt aber auch, jetzt müsste eigentlich so gut wie jedes Mob auf der Karte, ja, so gut wie, ne, wenn man nach rechts rüber guckt, ist jetzt quasi Quest-Mob. Das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hoch zum Gebirgsjäger, gucken, was der möchte, und danach wird das hier zur absoluten Kill-Quest. Ultimate Killer hier. Bald ist dieser ja nicht mehr weg. Oh, falsche Richtung. Gibt's noch Kaffee? Friedensblume. Na gut, komm. Nimm mit das Teil. Guck mal, da ist noch eine Spinne. Bärenbar, brauche ich auch was von, meine ich. Das lädt immer noch auf. Komm, den Zauberstab kannst du nicht unterbrechen. Der geht in dem Fall sogar schneller. Weil der A schneller, also macht zwar ein bisschen weniger Schaden, zaubert aber schneller. Kann ich noch nicht wirken. Das Ziel ist tot. Sehr schön. Hier sind die Tunnelratten hier. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja, ich töten. Okay. Hat's gesagt. Hat gesagt, ja, ich töten. Mal davon abgesehen, diese Viecher hier. Brechende Ratten eh selten sind. Oh.
hat die doch eine recht klare Aussprache gehabt. Na, alles tot. Ach doch, da ist nur eine Ratte. So, es hat auch noch einen Orden gegeben, aber jetzt fällt mir gerade was auf. Männchen mal. Und zwar, wie wäre es denn jetzt mal mit einer Aktivierung der ganzen Aufgaben hier, die ich habe? Ah, Elite. Wollte ich in diesem Gebiet vielleicht sogar schaffen. Ich muss näher ran. So, da oben ist gleich der Jäger, wunderbar. Kann ich noch nicht wirken. So, siehste, war viel brav die anderen. Könnte mir auch noch mal so ein Teil verpassen, ne? Meine Buff-Tränke laufen noch, das ist gut. So. Gesundheitserhöhung und Rüstungserhöhung. Und hier noch mal Rüstungserhöhung. An den sollte ich mal echt denken, weil der ist echt, der hält echt wahnsinnig viel ab. Da machen die Kleinen hier eigentlich kaum noch Schaden. Wenn ich den drauf habe. So, gibt es denn hier auch noch so eine Art Flugpunkt oder nicht mehr? Nein, nicht. Ich glaube, dieses Gebiet hat auch nur einen Flugpunkt. Sollte so sein. Rüstungsschmied. Was kann ich heute für euch tun? Ein paar Ticken hier. Also ganz ehrlich, in den Gebieten wie hier, da fällt wenigstens noch ein bisschen mehr Loot, das man auch zu Geld machen kann. Lust auf ein Glas? So, verfügbar, schmutzige Pfoten. Fort mit euch. Ja, nicht fort mit euch. So, Stormparks Lieferung. Einmal, bitteschön, den schleppe ich schon ungefähr gefühlte 80 Jahre immer rum. Sehr schön. Und Gebirgsjäger Stormparks Aufgabe. Bleibt sauber. Auch, super. Seid auf der Hut. So, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann nicht gelesen. So, Stormparks Bestellung. Was soll ich denn da machen? Achso, das soll nach Stormwind. Das kriegen wir hin. Da hat mir irgendwas gegeben, was nach Stormwind soll. Da.
Der hat noch was angefordert. Was? Bevor ich die gleich verkaufe, lass uns mal die Öhrchen auch wegpacken. Das sind ja Questgegenstände. So schmutzige Pfoten, die kann ich noch mit auflegen. Und die Ausgrabungsstätte habe ich nichts. Okay. Dann nix wie weg hier. Ist klar. Hat er weggesammelt. Okay. Dann geht's jetzt einfach mal geradeaus zu unseren. Hierhin geht's noch. Und da. Auf dem Weg kriegen wir bestimmt noch ein paar schöne. Ah, guck mal, da ist noch ein Bärchen. Silberbachmine, da sollte ich auch noch irgendwas machen, oder? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Er hat doch irgendwie gesagt, geht zur Silberbachmine. Die Ausgrabungsstätte da. Da mit Forscher Fevel soll ich sprechen. Da war noch auch was mit der Silberbachmine. Ich bin mir sicher. Bin mir ganz sicher. So, das war nur, das war glaube ich hier zu dem Speer in der Nähe der Silberbachmine. Das passt schon. Einfach mal weitergehen. So, da habe ich aber noch nichts erreicht, ne? Noch keine Bären. Wo sind denn die Ohren? Wieso ist Rattenfang aus gewesen? Mindestens noch jeder Ohren, du. Noch eine Ratte. Oh. Deutscher Supermann 88. Ja, Löchchen erstmal. Genau. Auf welchem Spieler ist er nicht? Elvin heißt der, glaube ich. Elvin, genau. Der zweite deutsche Server. PvE-Server, so. Da muss ich jetzt echt überlegen. Ne? Ich habe doch so gutes Namensgedächtnis. Und was spielst du so? Was ist deine bevorzugte Klasse? Oder anders gefragt, hast du schon was Großes hier? Weißt du, viele haben ja inzwischen schon ihre manch oder mindestens ein Schar auf Top-Level.
Ich noch nicht. Oh, noch eine Ratte. Das steht immer noch auf. Kann ich noch nicht tun. So, das war ein Unfall. Aha. Und der steht da hinten auf der Mauer. Die Zwerge haben auch immer imposante Bauwerke, ne? Also da können sich alle anderen Rassen echt was von abschneiden. Die sehen immer so richtig wehrhaft aus. Wie geht's? So, was darf ich denn für den tun? Untersucht den Bereich um die östliche, das ist Dammrampe, und bringt Chefingenieur alter Schwede, einen Hinweis, der Auskunft darüber geben könnte, was die Dunkeleisenzwerge vorhaben. Fort mit euch! Ah, fort mit euch. Ich hab's ja schon begriffen. Immer fort mit euch. Fort mit euch. Verschwinde. Immer das Gleiche. Soll ich einen Bereich untersuchen? Welchen Bereich soll ich denn untersuchen? Die westliche Rampe, das kann ja nur der sein. Das ist die östliche Rampe. Im Bereich um die Rampe, das ist einmal hier rumlaufen, da müsste ja eigentlich da gleich eine Erledigung kommen. Kann ich noch nicht wirken. So, Bereich untersucht, nehme ich an. Und dann gehen wir mal rüber. Denn da drüben leuchtet ja schon das Fragezeichen. Ist schon abgeschlossen. Hätte ich auch direkt hinlaufen können, ne? Ich glaube, der gute spielt auf einem anderen Server. Etwas klanglos wieder und dann geschlichen hat. So ist das. Gebirgsjägerbahn. Was kann denn der? Rumlaufen. Wir können auch den Bereich um die andere Rampe untersuchen, ne? Der heißt Hegel, der andere hieß Haggis. Haggis. Boah, das war doch auch so ein schottisches Gericht, meine ich, Haggis, ne? Die so können? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. 17. Oh. Ja. Kann ich noch nicht so. Guck mal den ersten mal weg hier. Das lädt immer noch auf. Sollte ich mir meine Heilung verpassen eben fix? Oh. Der denn? Nicht genug Mana. Nix.
So, erstmal eine Heile für mich nochmal. Komm schon. Also. Hat gereicht. Boah. Der war verdammt eng, war der. Komm, mach das weg. Geht auch ohne Mann, habt doch einen Zauberstab. War leicht eng, würde ich sagen. So, aber wo ist denn hier der? Tisch hat den auch zu suchen. Mal unter Wasser, vielleicht gibt es ja da irgendwie was zum Reingehen. Nö, sieht nicht danach aus. Nicht so ganz. Dann weiß ich es jetzt gerade mal auch nicht. Dann kann das kann ja eigentlich nur dann irgendwie ein Höhleneingang sein oder irgendwas in der Richtung. Muss mal hier gucken. Da sind eine ganze Menge. Ich glaube. Ach, mich doch. Geh doch weg. Kein Plan, wie ich da hinkomme. Sind wir da oben auf dem Berg oder so? Kann das sein? Verdächtiges Fässchen. Das war's. Und jetzt Bericht erstatten. Okay, ja, das erklärt's. So geht's also. Was wird man hier noch machen? Minenarbeiterausstattung. Da wollte ich gar nicht hin. Im Wasser. Super. Ach ja. Immer das Gleiche. Wenn man läuft, während man auf der Map ist, ne? Das ist, war noch nie eine gute Idee.
So, dann nochmal von der Seite. Diesmal ohne Tauchgang. So, da ist er wieder. Das sonderbar riechende Pulver. Einmal für dich. So, er möchte, dass ihr das sonderbar riechende Pulver nach Dunmoder zu Shadan. Was? Wer ist der? Schlan Stonesmirk, dem Sprengstoff fest verändert. Seid auf der Hut. Okay. Das kriegen wir hin. Aber. Jetzt geht's erstmal dahin. Auf die Insel, denn da gibt es eine Menge Viecher zum Erlegen. Juhu. Der Loch. Er macht ja richtig einen Schaden, wa? Ich glaube, dass dieser nicht zu meiner Killquest gehörte. Doch, da tatsächlich. Sehr war das. Ich bin außer Reichweite. Keine Ahnung, ob hier gleich was spawnt oder nicht. Ich werde mich mal einfach um den hier kümmern und dann sehen wir das, ja. Ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Den nochmal den. Er kann trotzdem zaubern, glaube ich. Das, den sollte ich so schnell wie möglich wegkloppen. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht tun. Mach das weg. Das Teil, das stört doch. Brauche ich gar nicht. Nee, brauche ich doch. Nee, das ist Tunneloranten. So, ich brauche eigentlich nur. So, die Schädelhauer brauche ich. Wo sind die? Die ja, brauche ich auch. Na, mit dem Zauberstab. So, das waren drei Seelen. Da sind Schädelhauer. Kann ich noch nicht wirken.
Hat mich entwaffnet oder was? Was liegt denn da auf? So, das war doch schon mal nett. Fässer, Fässer und nochmal Fässer. Schönes Lager, aber irgendwie sehr leer. Gehen wir mal darüber. Die sind auch am Wirken. Gibt es denn noch welche? Da hinten. Oger, Schläger, Vollstrecker. Da gibt es sehr. Jetzt da unten auch gegeben, okay. Ja, womit spiele ich hier gerade? Questi, ne? Sehr hilfreich. Da kloppt sich was, da kloppt sich was, dann gehen wir wieder hier rüber. Da ist doch schon wieder was los, siehst du. Kann ich noch nicht wirken. Boah. Dieser Zauber ist nicht. Jetzt gibt's Aua, glaube ich. Voll heilen. Mit dem Zauberstab drup. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Jetzt kann ich es wirken, ne? Vielleicht sollte ich mir mal eben eine Heilung verpassen, das ist glaube ich sinnvoll. So, und den Rest machen wir mit dem Zauberstab. Und dafür habe ich das Ding schließlich. Zack. So. 7 von 10 Sehern. Und da geht's weiter.
Pflege haben wir auch schon wieder ein paar im Sack. So. Kann ich noch nicht wirken. Noch ein Knacker brauche ich, glaube ich, nicht. Das ist eine Menge Stoff, was da rumläuft. Nein. Das sehe ich jetzt mal als too much an. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht drücken. Hier geblieben. Nicht da reinrennen, du. Mane. Das lädt immer noch auf. So, dann gehen wir wieder hier rüber. Hebt wieder einen Schädelhauer. Kann ich noch nicht tun. So. Buff und noch ein Buff. Wisst ihr, die waren schon wieder längst weg. Den musste ich mal wieder neu machen. Oh komm, dann mache ich die auch direkt neu. Weil die laufen auch gerade irgendwie aus. War jetzt ungeschickt, glaube ich. Weil ich jetzt gleich erstmal ein kurzes Päuschen machen werde. Deswegen begebe ich mich mal kurz hier hinten hin. Sozusagen ans Ende der Insel, davon ausgehend, dass ich hier nicht gekillt werde, hoffe ich. Nee, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Da oben ist ein Schädelhauer. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Gerade erschienen. Für mich. Oh, jetzt ist aber gut hier. Mach das da weg. Packt schick den Stab wieder ein. Yes. So, Level 17. Und schon halten wir wieder mehr aus. Kann ich noch nicht wirken. Der ist dann auch mal weg vom Fenster. So, dann machen wir den wieder drauf und der nächste. War gerade noch so rechtzeitig. Ja.
Hinter mir kastet einer auf mich. Oh. Okay. Den wegmachen. Heilung drauf. Jetzt zu dir. Den habe ich hier gar nicht gesehen. Ehrlich, da fehlt gar nicht mehr viel, sehe ich gerade. Das gleich zusammen. Da ist noch ein Speer. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Den von 10 und ich brauche noch einen Schädelhauer. Er ist da hinten. Oh, komm mal mit. Komm, mach. Renn da. Stab in der Hand und er castet nicht. Das heißt, castet nicht, er benutzt ihn nicht. Casten muss er ja nichts. So, jetzt siehst du. Haben wir die auch schon mal im Sack. Sehr gut. Dann gehe ich mal eben hier ein bisschen von der Insel weg. Ob unter dem Wasser war ja auch nichts, ne? Ne. Zumindest nicht in der Nähe. Doch. Ich bleibe mal hier so stehen. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Ich glaube, der lief hier unten rum. So, ich bin mal ganz kurz im Background. Das heißt, so in 5 Minuten bin ich wieder da und sage bis gleich.